Na also, es ist wieder soweit. Ich sehe gerade, dass das Licht, was ich hier zugeschaltet habe, extrem in der Brille spiegelt. Ja, ich hoffe, es ist besser so. Ich muss natürlich in die Kamera gucken und nicht nebendran, ne? Das ist ja nicht immer so leicht, sich immer in die richtige Blickrichtung zu bewegen. Und wer immer jetzt neu zugeschaltet hat, der sollte wissen, dass er hier in einem Handarbeitspodcast gelandet ist. Ich bin Sylvia, ich mache das schon ziemlich lange, vielleicht 2,5 Jahre oder so. Bin gar nicht auf dem Laufenden, wann ich das überhaupt das erste Mal gemacht habe. Ich muss tatsächlich gucken. Ich erzähle euch hier von meinen Handarbeiten, von wolligem und sonstigen Überraschungen. Ja, und freue mich, dass es jetzt wieder soweit ist. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Lichtsituation. Absolut gar nicht. Das übliche Winterdesaster, sage ich mal. Ich hoffe, ich mache das jetzt mal. Oh, das war ja jetzt gerade gar nichts. Es geht schon wieder gut los. Das Chaos. Ich lasse es jetzt, ich schneide es nicht raus. Ihr sollt ja so manche Überraschung erleben. Ja. Ihr seht mich lustig und fidel. Ich war es nicht immer die letzte Zeit. Ich habe jetzt alles Gute zusammengekratzt, bisschen für euch. Ich hatte so ein bisschen so ein Winterblues und war auch ein bisschen, boah, ja. Ich hatte sogar ein, zwei Tage, wo mich mein Strickmojo verlassen hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich viel gemacht und das möchte ich euch zeigen und das möchte ich euch zeitnah zeigen. Und wahrscheinlich wird es jetzt so eine kleine, unkomplizierte Folge. Das heißt von der Gestaltung her, dass ich es einfach nur schnell hochlade, ohne viel Bearbeitung, damit ihr auf dem Laufenden seid und ich das nächste Mal nicht so wahnsinnig viel zu zeigen habe. Ne? Bei mir ist ja immer viel los, stricktechnisch. Übrigens ist das ein Werbevideo, eins, was unbezahlt ist. Die Werbung entsteht automatisch dadurch, dass ich euch Dinge zeige, die mir gefallen. So, hinter mir steht mein Korb. Den nehme ich jetzt mal. Den habe ich vorbereitet. Habe alles reingetan, was aktuell wichtig ist zu zeigen. Was ich anhabe, einige werden sich vielleicht daran erinnern, das war mein erstes Projekt von Strick 6 in 2019. War es das erste oder das zweite? Ich weiß es gar nicht. Egal, eins dieser Projekte. Der Miss Weasley von mir auf spezielle Weise wieder gestrickt von der lieben Astrid Müller, Rubator Design. Ich habe es wieder abgewandelt, ich musste alles ein bisschen abwandeln. Habe hier oben ein I-Cord gemacht und dann mit Fusselgarn mein Krägelchen ein bisschen aufgemotzt. Und hier vorne die Kante, die hatte ich nicht so ganz sauber hinbekommen. Habe ich natürlich gleich wieder getrickst und habe ein Fusselgarn drauf gehäkelt. Ja, das ganze Ding, ich muss irgendwann mal ein Tragefoto machen, ist sehr lang geworden. Es geht fast als Kleid durch. Aber es ist schön. Die Wolle, jetzt fällt die Lampe wieder rum. Die steht hier so ein bisschen wackelig. Die Wolle ist von Drops Design, die Silk, Alpaka Silk. Ein wunderbares Garn. Ich denke nur, so ganz gleichmäßig kommt sie nicht durch, aber das macht nichts. Dafür ist sie umso tragangenehmer. Da ist noch ein Stück von Wolle Holliger drin, ein Mixgarn. Also. Das Übliche, aber das brauche ich euch jetzt gar nicht mehr alles erzählen. Nur falls jetzt neue Hinzugekommene neugierig sind und sich fragen, was hat die überhaupt an? Ja, stört euch bitte nicht an der spiegelischen Brille. Das weiß ich jetzt echt nicht, wie ich das ändern kann. Müsst ihr jetzt mit durch, mit mir gemeinsam. Ich habe ein Suchtprojekt. Das ist ja auch ein Teil des Titels heute. Suchtprojekte und Pflichtarbeiten oder so ähnlich werde ich das nennen, diese Folge. Und als erstes beginne ich mit meinem Suchtprojekt, wo ich angefangen habe und gedacht habe, ey Sylvia, das musst du ja jetzt nicht unbedingt so vorantreiben. Du hast tausend andere Sachen, die du voranbringen solltest. Aber wie ich euch schon sagte, ich hatte so ein bisschen Winterblues und war so ein bisschen aus dem Strickmodo herausgefallen und dann habe ich gedacht,
Mach doch jetzt einfach das, was dir Spaß macht. Ne? Ihr kennt mich ja, also die meisten. Und da kommt schon was Farbe ins Spiel, wie oft bei mir. Sehr viel Farbe, sehr viel Farbe. Und schau du mal, das ist eine Farbexplosion. Ich habe das jetzt gedacht, mit dem Licht kann ich euch das gut zeigen. Mal sehen, ob ich noch was zuschalte. Nee, das ist gar nichts. Vielleicht an dieser wackeligen Lampe noch mal ein bisschen drehen, dass ihr diese wunderbaren Farben sehen könnt. Ja, das Tuchrezept ist von, ich weiß das Modell jetzt nicht, ich muss es raussuchen und in meine Projektseite bei Ravelry auch noch einpflegen, ist eine Anleitung von Expression Fiber Arts. Die finde ich ja auch zu toll, die Sachen, die da gezeigt werden. Und ich habe es ein bisschen modifiziert. Aber das Grundrezept ist so ein Webmuster, lässt sich wunderbar einfach stricken. Und ich habe natürlich gefadet. Das ist das eine Grün, das ging über in ein anderes Grün. Und dann wurde es mir ein bisschen langweilig. Ne? Habe ich dann wieder gedacht, okay, jetzt wird es langweilig, machst du halt so ein bisschen ein Backsteinmuster dazwischen. Und dann habe ich wieder bunt weitergemacht. Wie toll das Tuch wird, kann man nur ahnen. Also ich finde es mega. Wer natürlich keine Farben mag, hat jetzt Pech. Ich zeige euch mal die Garne, die ich nehme. Das war das erste Grün von Janni. Strickel die, strackel die, struck. Ein wunderschönes Maigrün. Es ist tatsächlich so, wie es hier das Licht wiedergibt. Ein von Mayflower, auch ein wunderbar weiches handgefärbtes Sockengarn mit Gelb drin und Sprenkel. Die zwei habe ich dann so hier oben gefadet. So ein bisschen. Ja, habe dann immer wieder mal von dem Quietschgrün dazwischen gestrickt. Was mit diesem Hebemasche, ich zeige es euch mal so, kann man es glaube ich ganz gut sehen. Gibt es natürlich tolle Effekte. Bei der Suche nach weiteren Garnen, die ich da rein verstricken kann, in diese Farbenpracht, ist mir auch dieser wunderschöne Strang untergekommen. Ich zeige es euch mal so von der Janni auch. Das ist das hier, was hier so rauskommt. Da ist einmal eine größere Passage. Jetzt zeige ich euch das mal. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. So, ich habe da extra ein bisschen rumprobiert, damit ihr seht, wie diese Farben ineinander fließen. Da habe ich dann noch mal ein bisschen von diesem Grün-Gelb, von dem hier, mal so ein, zwei Reihen reingefädelt. Das Quietschgrün habe ich auch noch mal so einmal reingefädelt. Und dann hier kommt ein Kracher rein. Das ist auch diese wunderschöne Färbung. Die habe ich von der lieben Konstanze bekommen. Das war mal ein Paketchen, was mich erreichte von einer lieben Zuseherin. Ja, und das ist natürlich jetzt besonders interessant, wie sich das macht, auch die zwei Garne zusammen zu fäden. Und falls das alles nicht reicht, habe ich hier noch so ein Grün. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich in das Projekt einfließt. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Maschen auf der Nadel. Das Tuchrezept ist so, dass die Dreiecksform ziemlich flach bleibt und das Tuch ziemlich in die Länge geht, was mir sehr angenehm zu sein scheint. So, wie ihr sehen könnt, ihr habt es ja überhaupt noch nicht gesehen bis jetzt. Ja, so weit bin ich da schon. Und das macht so einen Spaß. Zeitweise, wenn ich, wie gesagt, ein bisschen war, habe ich gedacht, ach komm. Ach komm, nimm das Bunte. Nimm doch das Bunte. Und strick heiter weiter. Der Rest kommt von allein. Ja, ich lege das mal kurz dahin. So. Dann ist was fertig geworden. Tatsächlich ist was fertig geworden. Auch wirklich schön bunt. Mein leicht abgewandelter Tubularity oder Schlauchdingens hier oben.
Hier oben hat es zwei kleine Beulchen, so ein bisschen. Ich habe es gewaschen und gespannt und die Beulchen kamen. Ich habe es hier über diesen Stuhl. Zum Schluss habe ich so ein bisschen drüber gespannt. Deswegen hat es hier so ein paar Beulchen. Das war auch deswegen, weil ich ziehe es mal über. Das kann man sich ja verschieden anziehen. So einfach so runterhängen, also den Loop. Ne? Dann ist es halt hier ziemlich weit. Dann schlage ich so ein bisschen nach innen. Ist aber auch sehr angenehm, wenn man nichts am Hals haben will, sondern nur im Genick. Ja, und man kann sich das Ganze natürlich auch so ein bisschen runterziehen. Deswegen habe ich das auch ganz bewusst hingenommen, dass das da zwei Beulchen hat, weil ich das auch einfach mal ausprobiert habe. Es geht auch. Es hätte zum ganz Runterziehen vielleicht ein Ticken weiter sein müssen. Ich gehe mal noch ein Stück zurück, damit ihr diese Farbenpracht ahnen könnt. Ja, und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt mir auch eine neue Winterjacke gekauft in einem so leicht wattiert, so eine leichte Winterjacke, wie wir sie in diesem Winter, der bei uns ja bis jetzt noch gar kein richtiger Winter war, gut überziehen können. Und zwar ist das in so ein Petrel, so ein schangierendes Petrel, so ein bisschen glänzend. Und da passt das wunderbar dazu. Und da kann ich das je nach Laune oben drüber tragen über die Jacke. Passt farblich perfekt. Oder aber ich schlage es beim Anziehen hinten so ein bisschen zusammen und ziehe die Jacke über. Dann habe ich hier hinten zwar so ein bisschen so ein Knubbelchen, den kann ich ja nach vorne ziehen. Also das geht ja schon, ne? Jacke an und dann hat man hier vorne zu. Und was halt auch geht, ist zur Not kann man sich das ein bisschen über die Ohren ziehen, wenn es windet. Ja, die Garne, die ich genommen habe, das ist von meinem eigenen Podcast die Bezeichnung von der Janni gewesen. Das war das Maschenbildergarn, sehr fetzig, peppig. Dann war das Grün, was ich vorhin schon hatte, habe ich da reingearbeitet, ab und zu mal so zur Beruhigung. Ja, und da habe ich das meistens links verstrickt. Warte mal, ich ziehe es mal aus, dann kann ich es euch besser zeigen. So, jetzt bleibt es natürlich am Ohrring hängen, das ist nicht so praktisch. Vorführeffekt, oh, jetzt hängt es fest. Abgegangen, Gott sei Dank. So. Ja, ich fange mal von vorne an, von oben. Ja, das habe ich dann immer wieder mal verwendet, das Quietschgrün, um mal wieder eine ruhigere Reihe reinzubringen. Witzig, gell? Dann wurde es mir langweilig, dann habe ich mal eine Lochmusterreihe gemacht, dann wieder ein paar Reihen links, dann wieder rechts, dann Lochmuster wieder links, dann wieder das Maschenbildergarn. Ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Ja. Hier seht ihr die guten Farben, wie sie sind. Und ja, dann wieder munter gestrickt, dann wieder mal ein paar Reihen links. Ab und zu habe ich ja auch ein paar Reihen in einem Alpaka-Petrel von Drops Garne, das Alpaka Fingerringstärke. Und das habe ich so als Flauschfaktor ab und zu mal mitten reingewirkt. Ne? Zum Beispiel hier in den Loch rein, dann hier mal. Und hier unten dann, hier habe ich mal so ein Fantasiemuster, Struktur-Fantasiemuster aus irgendeinem Strickmusterbuch habe ich da. Das ist nur mit rechten und linken Maschen gestrickt. Warte mal, zeige ich euch das am besten. Kann man es ahnen? Ja, das sind so versetzte linke und rechte Maschen gewesen. Kommt durch das gefärbte Garn, da wirkt es nicht so ganz. Aber man sieht, es soll irgendein Muster sein. Dann wieder glatt. Dann wieder eine linke Reihenwulst und dann hier unten habe ich auch ein Fantasiemuster genommen. So ein, kann man sehen. Hätte ich vielleicht noch eine Reihe länger stricken müssen, dann wäre es besser rausgekommen. Aber es war einfach der Idee geschuldet, da unten ein bisschen so eine Spitze noch dran zu bekommen. Ich kann das in dem Dings heute nicht richtig zeigen. Wie blöd ist das denn? Shit happens. Ich kann es noch so drehen und wenden, ich krieg's nicht hin. Jetzt. Hier unten könnt ihr es sehen. Ach, so ein witziges Muster mit Loch und mit zwei Maschen überziehen und so und dann versetzt das Ganze. Das habe ich aus irgendeinem YouTube-Kanal, Strickmuster. Ach, hat Schluss, macht das mal nach. Und zum Schluss ein Eikorten dran, Klassiker.
Eikord dran mit Maschen, mit meinem Maschenbildergarn hier unten als Abschlusskante. Na, kann man sehen? Oh, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass man das jetzt gar nicht so richtig sehen kann. Aber gut, das von hinten, da hatte ich ja hinten, ist es ja kürzer das Ganze, und da habe ich hier auch aus Laune heraus keine zwei Maschen, sondern vier Maschen als Steg genommen und links und rechts davon in jeder vierten Reihe zugenommen. Und dadurch ergibt sich diese praktische Form. Da sieht man jetzt nochmal die Beulen von dem hier über das Stuhl überziehen, aber das ist nicht schlimm. Das ist eh ein Teil, was übergeworfen wird, was ganz klein ist, wenn man es zusammenrollt. Passt auch mal in die Handtasche. Da nehme ich dann meist so kleine Stoffbeutelchen oder ein Organza-Beutel. Und dann packe ich mir das in die Handtasche, da geht es rein und ist dabei für alle Fälle. Und wenn man irgendwie unterwegs ist, dann kann man das sogar als Nackenrolle nehmen. Ist so schön weich und kuschelig. Ja, ich habe es schon jetzt gern, weil es zu meiner neuen Jacke so wunderbar dazu passt. Ne? Und das Garn ist halt unvergleichlich. So, ich will jetzt nicht durchrauschen, aber ich bin mit den Lichtverhältnissen so unglücklich. Wenn ich mich da hinstelle, ist das, spiegelt immer noch. Es spiegelt und spiegelt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die verrückteste Strickerin im ganzen Land? Könnte man ja mal einen Karl ausrufen. Ja, apropos Karl. Kleine Zwischenanmerkung, meine Vorsätze für dieses Jahr waren ja, weniger Karls mitzumachen. Ist mir bis jetzt auch gelungen zu widerstehen. Der einzige Karl, der mich wirklich jetzt total mitreißt und den ich auch mitmachen möchte, und zwar mit einer Wolle aus dem Stash, die ich entweder aus einem alten Projekt aufribbel und dazu nehme, zeige ich euch dann aber, wenn es soweit ist, oder eine aus gut abgelagerte Wolle, ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch eine neu gekaufte, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich möchte den Hitu-Fude auch mitstricken. Bei Momas Wollwelt wurde dieser Karl ausgerufen. Und ich werde aber kein gewickeltes Garn nehmen. Ich möchte Garn aus meinem Stash nehmen. Ich hätte auch gewickeltes Garn, was ich nehmen kann. Aber ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie das vom Strickkonzept her mit dem Farbverlauf so hinhaut. Deswegen nehme ich lieber ein eventuell meliertes, aber wahrscheinlich ein Unigarn. Wir werden sehen. Es ist noch in Vorbereitung. Aber mitmachen möchte ich. Und ich werde dann auch die Moni kontaktieren und sie fragen, ob ich mit in die WhatsApp-Gruppe darf. Ne? Gut, dann. Ich habe ja gesagt, Suchtprojekt und Pflichtprojekt. Jetzt zeigt euch mal ein Pflichtprojekt, was erst Suchtprojekt war und jetzt ist es ein Pflichtprojekt. Aber es ist auch ein ganzes Stück vorangegangen. Das ist mein Weihnachtspulli und ihr seht, der ist aus einem Mohair-Garn von Drops Melody, diesem wunderschönen Rot. Das Rot ist so, wie ich es euch zeige. Das ist das, was diesen Pullover wirklich rockt. Die Machart ist Raglano. Ich habe hier beim Raglano etwas weiter hier unten den Ausschnitt gemacht. Man kann ihn auch schmäler machen, aber ich habe es mit Absicht so gemacht, weil ich noch so einen gleichen Stehkragen dran machen möchte. Ihr seht, den Körper habe ich abgekettet. Hier hinten habe ich mit verkürzten Reihen den Pulli verlängert, sodass er hinten schön über den Popo geht. Und jetzt bin ich an dem einen Ärmel munter am Stricken. Hier, der da ist so weit gewachsen. So ein Stück. Und den stricke ich auf diesen alten Prümnadeln, aber die konnte ich die ganze Zeit wunderbar rundherum nehmen. Jetzt muss ich es langsam verändern, weil ich ja doch ein paar Abnahmen gemacht habe. Und dann noch der zweite Ärmel und dann der schöne Stehkragen, wie immer ich ihn auch gestalte. Wolle habe ich genug, um es einfarbig zu halten. Das freut mich sehr. Aber momentan stricke ich den nicht so gern. Also gestern habe ich mir nichts anderes mit auf die Couch genommen als hier und habe das Stück Ärmel gestrickt, was ich euch gezeigt habe. Ja, das ist manchmal so, wenn sie schon Strick Dings da sich dem Ende nähert, dann hat man auf einmal nicht mehr so die Böcke. Als ob man Angst hat, man verlässt einen ein guter Freund, wenn man es fertig macht.
Quatsch, gell? Aber irgendwie was Psychologisches ist da dran, dass manchmal so die Projekte kurz vor der Vollendung ins Stocken geraten. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben, ne? So, ich will noch andere Sachen holen. Ja, und nicht genug der Farbenpracht. Ich habe noch was Farbenprächtiges. Mein Weihnachtsanstrick. Hier vom Meister, da steht das Buch. mein Speckel und Pop. Den habe ich so weit gestrickt. Da hängen jetzt ein Haufen Fäden dran. Ich weiß, es gibt auch eventuell die Möglichkeit, den Faden jeweils hier in dem Randeikord mit hochzuziehen, aber das ist mir zu kompliziert gewesen. Ich musste mich ja auch erstmal in das Muster eingrooven. Tolles neues Wort, gell? Und so weit bin ich gekommen. Ja, hier habe ich einen Fehler gemacht. Das ist leider, das war bislang immer, aber hier habe ich einen Fehler gemacht und zwar muss man diese Löcher, die durch die verkürzten Reihen entstehen, dann auch mal in einer Reihe so ein bisschen zusammenfassen und da habe ich es vergessen. Aber ich habe gedacht, deswegen rippel ich das nicht auf. Das kann man auch tatsächlich so ein klein bisschen hinterher mit einem kleinen Trick zusammenziehen. Also da rippel ich jetzt nicht deswegen. Da entsteht auch ein gewisser Fade von hier hell auf dunkel. Ich zeige euch nochmal die Garne. Die meisten sind von Wolleule Alex und von Strickel-Di-Strackel-Di-Struck. Die sind von der Janni. Das sind die Speckelgarne, die abwechselnd hier in die Lochmusterreihen eingestrickt werden. Und die Meerühl, das ganz helle ist von Wolleule Alex. So fing das hier an. Das war die Hauptfarbe 1. Jetzt bin ich bei der Hauptfarbe 2. Die wird auch so ein bisschen durch einen Wechsel hier langsam eingeführt. Das ist die Hauptfarbe 2, auch von der Wolleule Alex, und das ist die Hauptfarbe 3. Ja, ihr dürft gespannt sein, wie das vorangeht. Ich bin es auch. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, bis auf das eine Fehlerchen da. So sieht die Rückseite aus. Obwohl der Schal dann sicher Rück- und Vorderseite bleibt sich gleich. Und mit verkürzten Reihen wird halt so ein kleiner Bogen erreicht. Ne? Das kann man hier schon ahnen. Ja, unten wird mehrmals hin und her gestrickt und hier oben nur zweimal insgesamt. Es macht Spaß, es ist ganz tolles Garn, ist super weich, hat schon so einen Touch von Frühling. Ne? Deswegen macht es auch sicher Spaß, noch über die Osterzeit da munter weiter zu stricken, weil ich werde nicht andauernd dran stricken, denn ich habe so viele andere Sachen vor, wie ihr kennt mich ja. Ne? Aber abgesehen von den vielen Fäden, die dann zu vernähen sind, obwohl ich die auch schon so ein bisschen einwebe. Ich vergesse nur immer, wenn ich eingewoben habe, das dann gleich abzuschneiden. Und dann weiß ich nicht mehr, habe ich eingewoben oder habe ich nicht eingewoben. Und dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich es noch, dann vernähe ich es nochmal, obwohl ich es schon vorher eingewoben hatte. Kann man sich das vorstellen? Ja, und da ich das Buch nicht immer mit mir rumschleppen wollte, mit der Anleitung und überhaupt, um mich einzugrooven. Ich hätte ja rauskopieren können, aber das wollte ich nicht. Ich mache das jetzt öfters so bei komplexen Anleitungen, schreibe ich mir das so auf. Ich darf es jetzt nicht allzu viel zeigen, aber ihr könnt es ungefähr ahnen, wenn ich es so kurz hinhalte und wieder weg tue, kann da sowieso nichts nachstricken. Was ihr erkennt, ich halte es ein bisschen weiter weg. Dass so bestimmte Abschnitte habe ich mit dem Edding oder mit diesen Markiererstiften farblich unterlegt, damit ich, wie zum Beispiel hier bei dem Knallrot, eben im Dings habe ich es gesehen, da und da. Da werden auch mal zwei Maschen zugenommen an der Stelle, wo man gar nicht vermutet. Ja, und das habe ich dann, das ist das eine, das sind diese Wedges und das andere sind die Lochmusterreihen. Und das habe ich dann schön in meiner Tasche dabei und brauche nicht, das ist eine ganz tolle Hilfe. Und allein durch das Aufschreiben und Markieren verankert sich das Muster sehr gut. Das ist so ein Trick von mir für euch, falls ihr das auch mal nachmachen wollt, falls ihr mit irgendeinem Muster nicht so. Ich bin so elektrisch aufgeladen, die Wolle bleibt an mir kleben. Weil da ist ja ein bisschen Poly dabei, ne? Hier ist auch ein bisschen Poly dabei, glaube ich. Oder? Weiß gar nicht. Bisschen ja.
Ich bin immer aufgeladen. Mal positiv, mal negativ. Für euch natürlich nur positiv. Gebe ich mir Mühe. Ja. Gut. Gut. Was habe ich denn schon verbraucht an Zeit? 25 Minuten. Ich will nicht so lange machen. Ich will das Video dann einfach mal so zack in die Welt hinausschicken. Und da zeige ich euch noch was, wo ich auch viel dran gemacht habe. Ich greife jetzt einfach mal vor. Ich habe diejenige, für die ich das im Testhäkeln habe, noch nicht gefragt. Wenn es fertig ist, gebe ich euch alle Details dazu. Ich zeige euch nur mal, wie weit ich da auch bin. Das ist ein ganz langes Teil. Und ich habe es zweifarbig gemacht und so sieht das bis jetzt aus. Und ihr könnt ahnen, es wird sehr schön. Es ist auch eine sehr schöne Anleitung, die ich da als Testhäkelei mache. Und ich denke und hoffe, ich werde es bald fertig bekommen. Weil das ist der zweite Streifen. Das, was jetzt hier ist, kommt dann da nochmal dran. Und dann zeige ich euch es nochmal, wenn es fertig ist und benenne auch nach Rücksprache mit der Designerin alle Details dazu, wenn ihr das dann nachhäkeln wollt. Aber ich denke, es ist okay, wenn ich euch in diesem, so ein großes Geheimnis wird es nicht sein. Nur, dass ihr seht, da habe ich wirklich, und das ist nämlich wirklich sehr lang. Und da habe ich wirklich für eine Reihe braucht man da ein bisschen Häkelei. Aber es hat auch riesen Spaß gemacht und da freue ich mich auch drauf, wenn es fertig ist. Ja, auch so ein Zeitfresser, aber ein schöner. Habe ich auch wirklich mich sehr wohl gefühlt dabei, wenn ich ein bisschen runterkommen wollte. Und da habe ich diese Häkelarbeit genommen. Das war auch mal sehr angenehm. Meine andere Häkelarbeit, die ich euch schon mal andeutungsweise vorgestellt habe, das ist ja ein Weihnachtsanhäkeln gewesen. Da habe ich nur so ein Stück gehäkelt, der Spirit of Life. Da ist nichts vorangegangen. Deswegen zeige ich es auch nicht nochmal jetzt. Dann ist nichts vorangegangen. Oder ja, so ein Stück am Körper beim Harvest-Cardigan. Da bin ich jetzt bald so weit, dass ich unten mit dem I-Cord abketten kann. Das dauert vielleicht nicht mehr allzu lang. Aber das zeige ich euch jetzt auch nicht. Was zeige ich euch denn jetzt noch? Ich hatte noch was, was ich euch zeigen wollte in dieser. Ah, ja. Moment. So, ich Wahnsinnige, kann man ja wirklich sagen, statt dass ich mal mir den All of the Lights, die Modifikation, die ich mir vorgenommen habe, tatsächlich mal richtig vornehme und austüftle, hatte ich aber irgendwie die Richtung nicht. Ehrlich, habe ich gedacht, okay, ich habe ja nicht genug auf den allen. Ich muss ja noch was Neues anfangen, für alle Fälle. Damit ich immer was so in petto habe, weil das bei mir so ist, wie vielleicht bei vielen von euch auch. Ich stricke und häkle an den Sachen, wo ich Lust und Laune drauf habe. Und das ist immer ganz unterschiedlich. Es ist halt mein Wesen. Ich bin vom Sternzeichen her Zwilling. Und wir sind halt diesbezüglich sehr sprunghaft. Und ja, und es gibt Momente, da sucht man was ganz Simples, dann gibt es Momente, dann sucht man was Tüftliches, was Herausforderndes, dann gibt es Momente, da denkt man, okay, das will ich jetzt unbedingt fertig haben, dann und so weiter und so weiter. Also man hat immer verschiedene Optionen. Dann braucht man natürlich ein Mitnahmeobjekt und oder Projekt. Strümpfe oder Socken habe ich momentan überhaupt nicht auf dem Schirm, obwohl mich es auch manchmal reizt, wenn ich die anderen hier so sehe, was sie so an Socken zeigen. Aber das fange ich momentan nicht noch an. Ich bin momentan so ein bisschen auf den Schal- und Tüchertrip. Ja. Und ich habe eine Wolle, die hatte ich ja. Das ist die Melodie, die gleiche, die zu dem roten, was ich euch vorhin am roten Pulli gezeigt habe. In so einem wunderschönen Grau. Also, das ist so ein lichtes Grau. Und ich war neulich in einem Billigshop, zum 1-Euro-Shop, und habe dieses tolle Rosa gefunden. Also rosa ist ja eigentlich gar nicht mein Ding. Echt nicht. Wirklich nicht. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Mir fiel dann, davon habe ich nämlich drei Knäuelchen hier von dem Grau. Dachte ich, reicht das für einen Schal? Ja, wahrscheinlich. Wird vielleicht ein bisschen klein, ne? Glaube ich aber eher nicht. Also ich habe gedacht, ich kombiniere das zusammen.
Dies ist wunderschön. Und diese, ach, die Garne sind ein Traum. Weil nur das Grau, zum Beispiel, wenn ich den Schal tragen wollte, ist ein bisschen langweilig. Ne? Also für andere Typen mag es gehen, aber für mich geht es nicht. Obwohl ich das Grau wirklich ganz toll finde. Das muss natürlich mit dem Rosa aufgelockert werden. Ja, und als ich dieses Rosa, das habe ich vor 2 Wochen oder so mit heimgeschleift, hat sie mich natürlich in den Fingern gejuckt und habe ich gedacht, was stricke ich dann aus diesen 2 Kombis? Ne? Und habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert. Zeigen mal, habe ich das Testläppchen dabei? Ja, hier, guck du mal. Habe ich rumexperimentiert mit Hebemaschen und dann ein bisschen mit Brioche, aber nee. Ist zwar so von der Konsistenz her schön, aber nee. Und dann fiel mir, Achtung, ein kleines Büchlein ein. Hier, kennt ihr das noch? Ja, wozu kauft man Bücher? Dass man auch mal was draus strickt, ne? Und da habe ich ein wunderschönes Strickrezept gefunden. Just Like Lace heißt es. Wenn ihr jetzt auch das Büchlein habt, könnt ihr euch mal dahinter klemmen. Das ist ein tolles, tolles Tuchrezept. Und ich habe einfach mal an einem Abend, es war so ein Abend, wisst ihr, kennt ihr das? Ich habe meine ganzen Projektbeutel angeguckt, meine Taschen angeguckt und nichts davon, aber wirklich nichts davon hat mich gereizt, weiterzumachen. Was muss man da machen? Muss man was Neues anschlagen, ne? Aber das ist jetzt mehr so als Test. Das kommt wieder weg. Also das ist jetzt wirklich nur ein Anfang, auszuprobieren, wie es wird. Guck dir mal. Das hat zwei Seiten. Also auf der einen Seite sieht man durch die bei den linken Maschen hier, den Grausmaschen hier, das. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Und da habe ich das einfach mal so weit. Oh, jetzt sind alle Maschen runtergefallen hier vorne. Das ist ja das Übliche. Aber das kriege ich nachher. Da ist ja ein großes Loch dazwischen. Also dieses. Ich halte das jetzt einfach nochmal so fest, dass es weitergeht. Kann man sich auch an Fasching so überziehen, ne? Könnte ich da so. Ging auch, ne? ja. In diesem Stadium werde ich es wieder wegpacken. Ich wollte es euch nur zeigen, was man manchmal für verrückte Sachen macht. Ich bin ziemlich sicher, dass ich da mit großem Spaß weiter stricken werde. Habe mir aber vorgenommen, erstmal 2 andere Projekte fertig zu machen. Ja. Aber ist es nicht toll oder ist es toll? Das wird bestimmt mega. Seht ihr? Und das kann man natürlich durch das Rosa in dem Zusammenhang gut tragen. Und ich habe auch viele graue Tops oder graue Strickjacken, seitdem ich die Haare so ein bisschen wieder auf grau habe, also meine Naturgrau-Haarfarbe. passt das dazu und ich finde es witzig. Es wird bestimmt auf die große Fläche dann noch schöner werden. Wollte ich euch nur mal zeigen, als Anregung, wenn ihr auch so Flauschgarne habt oder was auch immer für geartete Garne und ihr seht dieses Tuch, habt dieses Büchlein, das strickt sich toll, das strickt sich, ist eine gewisse Abwechslung drin, aber mindless. Also sowohl mindless als auch abwechslungsreich. Das ist doch eine tolle Mischung. Das Beste, was uns passieren kann. Ja, das habe ich hier in so einem, ja. Ich habe nicht nur so tolle Projekttaschen, so viele habe ich davon auch gar nicht. Aber das war mein Werbegeschenk, die ist auch praktisch. Die kann man auch schön zusammenknutscheln. Und es liegt in keinem Plastikbeutel. So, ich glaube, ich muss schon langsam zum Ende kommen, aber ein Projekt muss ich euch noch zeigen. Dieses Projekt, oh Wunder, war auch ein Suchtprojekt. Ist es eigentlich immer noch? Ich habe euch doch das letzte Mal die NKD. Fleischwerbung, Knäuelchen gezeigt. Seht ihr, das ist übrig davon, von dem ersten. Und so viel habe ich davon gestrickt. Wie viel das wirklich ist, kann man nur ahnen. Hatte ich ursprünglich auch nicht die Absicht, das jetzt zu stricken. Aber es war so angefangen, was auszuprobieren. Und dann hat es geflutscht. Stricken tue ich das nämlich auf zwei Wunder, also auf diese wunderbaren Nadeln. Das sind Chiagu-Nadeln. Mit fantastischen Übergängen hier. Ein tolles Seil. Es ist nicht kein Schraubnadel. Es sind Vierernadeln und ich stricke dieses Muster. Immer wenn ich. Es gibt ein Tuch. Das Tuchrezept ist aus einer Handarbeitszeitschrift und im Prinzip ist es so, es hat 2 Zunahmestellen
Und vorne an den vorderen Zunahmestellen wird noch mehr zugenommen, sodass es eine ganz spezielle Form kriegt. Irgendwie ist mir ein Maschenmarker runtergefallen. Und so weit hat der eine Knäuel gereicht. Ist das nicht toll? Da ist ja auch noch was drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich den ganz zweiten Knäuel ganz und gar brauche. Das Tuch sonst zu groß wird. Das hat mir so gut gefallen. Oh, und es war jetzt so schön. Jetzt immer das mit dem Glitzer. Und es ist ganz weich. Und es sind Vierernadeln. Das heißt, es räumt. Und immer beim Farbwechsel hat sich das jetzt gerade wunderbar ergeben. Konnte ich diese Lochmusterei, die habe ich eingeleitet mit zwei linken Reihen. Und dann habe ich das klassische Lochmuster gemacht. Und dann wieder zwei linke und dann rechts. Und da tritt es so ein bisschen plastisch raus. Ach, und ich bin so happy damit. Und es gibt so ein, zwei Sachen, auch Klamotten, wo das schön dazu passt, wenn es fertig ist. Und es gibt ein richtig großes Tuch, was man sich so wunderbar umdrapieren kann. Und ich glaube, das wird auch ein ganz Jahrestuch. Ja, schau dir mal, wie schön. Ist es nicht schön? Leider kann ich es jetzt nicht richtig zeigen. Man kann es aber ahnen. Und macht Spaß. Und man kann es unterwegs stricken. Noch. Wenn es noch größer wird. Wenn es noch größer wird, muss ich das Graurosane nehmen, ne? Zum Mitnehmen. Klar, wir haben ja die Auswahl, wie ich euch erzählt habe. Jo, 36 Minuten. Was wollte ich euch auf die Schnelle noch zeigen? Ich habe noch was in petto, das zeige ich euch nicht. Nicht, dass das nämlich jetzt hier abbricht und ich muss dann doch schneiden. Das will ich diesmal nicht. Ich habe zwei Neuzugänge an Handarbeitszeitungen. Einmal die Stricktrends, die habe ich im Abo. Da ist noch mein Abo-Dings drauf, ne? Das sieht man ja. Kann man eigentlich mal abmachen, aber das schenke ich mir jetzt. Da ist schon der Hauch von Frühjahr spürbar. Was heißt der Hauch? Ganz schön. Sind auch wieder sehr schöne Sachen drin. Also da gibt es ganz vieles zum Nacharbeiten. Die Anleitungen bei der Stricktrends sind auch gut. Auch ein Tuch zum Beispiel. Naja, so ein langer Mantel würde ich mir jetzt nicht stricken. Was habe ich schon rausgeguckt, was mir sehr viel Spaß machen wird? Der Pulli, der gefällt mir. Da habe ich auch Garn zum Liegen, was ich verwenden könnte. Wenn es nicht für Langarm reicht, gibt es einen Kurzarmpulli, aber das Muster finde ich schön. Der ist auch schön. Der gestreifte. Die Jacke hat was, aber dann würde das würde ich jetzt nicht stricken. Aber wo ist das, was ich nachstricken möchte, unbedingt? Und da habe ich auch schon Wolle dafür gekauft. Leute, hier zum Beispiel ist auch noch ein tolles Tuch drin. Hier, das da. Dieser Pulli, der hat mich angetörnt als Frühjahr-Sommerpulli. Kann man das sehen? Oh, lieber Gott, kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob die Kamera das fokussiert. Ihr seht jetzt momentan nur die Farben. Wenn ich ihn wirklich stricke, seht ihr mir. Ist ein Lochmuster mit Fallmaschen. Und die Wolle habe ich mir schon gekauft, wie gesagt. Ist das nicht schön? Oh. Zwei brauchen wir dazu. Hab's getan. Es ist so. Ja, ich muss die schnell wegräumen, weit wegräumen, nicht, dass ich auf die Idee komme, das anzuschlagen. Vielleicht erfährt der Pulli wieder die eine oder andere Modifikation, aber insgesamt gefällt er mir sehr gut. Oh ja. Entschuldigung, ich bin kurz aus dem Bild gegangen. Ach Gottchen, und die habe ich gestern mitgenommen beim Einkauf. Die ist ja auch toll. Leute. Also, seltene Handarbeitszeitung wieder, wo so viele Sachen drin sind, man die unbedingt nachstricken möchte. Die Socken finde ich toll. Die würde ich direkt nachstricken. Echt. Dann ein schöner Männerpulli. Oh Wunder. Ein toller Männerpulli. Dann ein schöner. Oh, der ist auch so toll. Und die Jacke da unten ist auch toll. Also, das Heft. Chapeau. Sind viele Sachen drin. Ein sehr schönes Tuch ist drin. Und ihr wisst ja, diese Nitte-Anleitungen, ein Pulli von hinten, von vorne. Eine klasse Jacke, ganz klasse. Ach, die ist auch schon auf meiner To-Do-Liste gelandet, auf meiner Tapetenrolle.
Der ist auch schön. Allerdings ein bisschen dickeres Garn, kein Fingeringarn. Aber die Farben gefallen mir so gut. Ja, das gibt dann schon für nächstes Jahr. Dann ein Poncho. Jein. Ja, den finde ich auch klasse. Hey Leute, ist der nicht süß? Und der hier, da würde ich mir direkt auch die Originalwolle dazu bestellen. Den finde ich auch so schön. Oh, super schön. So ein bisschen Nostalgie. Das wäre jetzt was für den Wettbewerb, den die Strick mit Kick ausgerufen hat. 20er Jahre. Ne? Geht doch da durch. 20er Jahre Strick. Gut. Wollte ich euch nicht im Ungewissen lassen. Es sind 40 Minuten. Ich muss Schluss machen, sonst bricht es nämlich gleich ab und ihr habt nicht mehr Tschüss gesagt. Ich sag euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese etwas verwirrende und verpeilte Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Bleibt mir treu. Ich bin so dankbar dafür, dass ihr mir an Kommentaren schreibt und überhaupt an positiven Feedback gebt. Ich mag euch, liebe Striggis, wie die Anne immer so schön sagt. Ich gebrauche jetzt auch ihr Wort. Ihr lieben Striggis, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Sylvia.